Habedere und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Mobilisation Podcast. Und heute haben wir Mike dabei. Grüß dich, Mike. Servus, Habedere. Und den haben wir heute dabei, weil es geht um Good Guys. Und der Mike ist einer der größten Good Guys, die wir kennen, gell? Ja, aber hallo, ich bin. Ich bin Mikey und ich möchte dein Freund sein. Heidi, hallo. Ja. Du hörst dich aber eher wieder Mr. Henke. Oh, scheiße. aber wer jetzt noch nicht drauf gekommen ist, um was das geht. Es geht um Chucky. Yeah, Mann. Aber nicht den Film. Oder die vielen Filme. Keinen Film werden wir besprechen. Keinen dieser vielen Filme. Sondern wir reden mal über die Serie, die jetzt hier bei uns, glaube ich, dieses Jahr erst gelaufen ist, gell? Ja, genau. Genau, erste Staffel ist durchgelaufen, damals auf Sky Ticket gewesen, wie es mittlerweile nennen sie ja Wow, und es ist wirklich Wow, aber das ist mal was für Alex. Wer Glück hat, hat es vielleicht gesehen zu der Ausstrahlungszeit, weil mittlerweile haben sie es ja wieder rausgenommen, herzlichen Dank. War aber sehr cool, und da haben sich der Mike und der Kani gedacht, die zwei besten Good Guys auf der Welt sollten eine Folge über Good Guy machen. Aber hallo. Ich habe die ganze Gaudi zwar bei Sky nicht gesehen, aber da gibt es jetzt ein ganz schönes Release aus UK. Mit einem wunderschönen Lenticular-Cover auf Blu-ray mit Schuber und dann Haffer noch so Gimmicks dazu. Und da bin ich jetzt auch endlich in den Genuss gekommen, dass ich mir die erste Staffel anschaue. Und ich möchte fast behaupten, dass sie jeder Cent inklusive Zoll rentiert haben. Ja, das würde ich auch sagen, weil erstens, das Ding ist echt super schön, habe ich auch schon gesehen. Ich habe es mir nicht geholt, weil ich habe es schon auf Sky gesehen und dann habe ich das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass das Ding gibt. Ist das ausverkauft? Bis jetzt habe ich nichts gesehen. Okay, werden wir vielleicht auch noch holen. Allein für die Sammlung, weil die Filme stehen alle im Regal. Eben. Doppelte Ausführung. Mit der Versand und allem drum und dran, glaube ich, war ich bei 40 Euro für das Ding. Und das, meine ich, zahlst du ja bei uns im Endeffekt auch schon gleich. Ja, da wenn es rauskommt. Das dazu, wenn sie es rausbringen, nur ist okay. Und außerdem, ja, ich fand es eine geile Serie. Auf jeden Fall. Und das ganze Schöne ist, oder es ist ja fast schon eine Warnung da draußen, man sollte auf alle Fälle die Filme gesehen haben, um mit der Serie einigermaßen mitzukommen, weil die baut auf die Filme auf, also direkt auf die Filme auf den letzten auch direkt, auf den Curse of Chucky, oder was war der letzte? Cult of Chucky. Und da geht's direkt weiter. Und ja, wer sich da nicht schon ein bisschen eingeschaut hat, der kann mit der Serie ein paar Probleme kriegen. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe nämlich Cult of Chucky noch nicht gesehen gehabt, als ich die Serie angeschaut habe. Oh, scheiße. Und ich habe mir dann schon gedacht, was ist das? Das muss irgendwas aus dem einen Film, das mir geht ein Film ab und das ist wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie, ja, alles klar. Und jetzt habe ich mir als Vorbereitung für die Folge, wollte ich mir alle Filme und die Serie anschauen. Ja. Habe mir alle Filme angeschaut, wollte mit der Serie anfangen und dann muss ich auf vorhin verweisen, vielen Dank, wow, dass das jetzt nochmal drin ist. Wow an wow. Ja, genau, ein riesen Wow an wow. Nur eine kurze Frage, wir hat denn dir jetzt da der letzte, der Kult auf Chucky, wie hat denn der gefallen? Ja, der war okay. Ich muss sagen, die Chucky-Filme sind alle irgendwie so von gut bis okay. Okay. Da sind jetzt keine weltbewegenden Filme dabei, aber ich finde, alle machen es irgendwo Spaß. Okay. Also ich mir fast behaupten, dass Chucky horrorfilmtechnisch eine von den besten Slasher-Reihen ist, weil die bis auf den Son of Chucky heißt er, oder? Seed of Chucky fast keinen Durchhänger hat. Also ich finde den Zwarer und Bride of Chucky extrem geil. Ja, den mag ich auch ganz gern, vor allem den Zwarer. Voll, der Zwarer ist mega. Und ja, es sind halt bei Cult of Chucky im letzten Drittel ein paar fragwürdige Entscheidungen dabei für mich mit dem Aufsplitten des Geistes vom Killer Charles Lee Ray, auf dem quasi die Serie jetzt Bezug nimmt. Genau, und wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt und die Filme nicht und was weiß ich, also jetzt einmal eine kleine Spoilerwarnung, damit wir uns einigermaßen drüber unterhalten können, werden wir wahrscheinlich einmal einen Spoiler aushauen müssen. Ja, erstens einmal die Frage, was zum Teufel ist mit euch los? Schaut sich die Scheiße gefälligst an. Gut, wenn man die Serie noch nicht gesehen hat, kann einmal passieren, aber die Filme, schaut sich das Zeug an, das kann man alles schauen. Ja, muss man schauen. Muss man gesehen haben. Auf jeden Fall. Was mich dann bei den letzten jetzt genervt hat, beim Curse und Cult of Chucky, vor allem beim Curse of Chucky, meine ich, war das, da haben sie ein paar Mal so kreislige CGI-Puppen eingebaut,
dass ich mir gedacht habe, es ist jetzt fast die ganze Filmreihe. Ich glaube, bis auf eine Szene beim Seed of Chucky ist es aber gegangen, dass man das wirklich mit Puppen macht. Das ist ja auch voll lobenswert, dass es fast immer eben nur die Puppen war. Mhm. Und da, wenn ich weiß nicht, ob sie stehen was beim Curse of Chucky, wenn er über Treppen oben geht. Ja, ja. Boah, Leck, das ist so kreiselig. Ich dachte, warum muss ich denn überhaupt so eine Szene dann einbauen, wenn ich es so kreiselig mache? Haut es halt ab, bis es sautippen. Ja, aber dafür war der von der Atmosphäre her geil. Also ich fand den im Vergleich dann zu dem Vorgänger, der für mich komplett gefloppt ist, fand ich den Curse of Chucky voll gut. Bis auf, wie gesagt, das CGI ist das Problematische, aber von der Atmosphäre her und wie der Chucky da inszeniert ist wieder, fand ich wieder sehr erfrischend. Ja, und selbst wenn jetzt ein Teil dabei ist, wie zum Beispiel der Seed of Chucky, der ja wahrscheinlich wirklich, also das ist halt einfach das Schwächste, weil er halt auch so trashig ist auf einmal, wo keiner weiß, warum man das sein hat müssen. Ja. Aber trotzdem ist er schaubar, aber das liegt halt dann nur am Chucky selber, weil ich finde den einfach immer geil mit seinen Sprüchen, wie der Leiter damit wieder irgendwie ausflippt. Voll. Geile Figur. Auf jeden Fall. Sollte man mir die Leute vielleicht noch mal verzeihen, um was es in der Serie eigentlich gegangen hat? Ja, mach das mal. Ah, okay. Mit den Namen habe ich wegen ein Problem, weil da sind wirklich so viele nervige Dreckscharaktere dabei, da wusst mit den Namen merke, da habe ich mir gedacht, geh, leck mich am Arsch. Es ja, die wichtigsten drei sind eigentlich der Jake, Devin und die Lexi, oder? Lexi, genau. Und oh der Gott, Junior der war noch dabei, oder? Der Junior, stimmt, der Vollidiot. Also die Teens sind alle für den Arsch. Aber gut, darf in einem Slasher schon so sein. Wobei der Devin hat er geheißen, der Freund vom Jake. Genau. Den fand ich eigentlich eine normale Teenager-Figur. Okay. Der hat nicht so irgendwie vollgas nervige Züge an sich gehabt, wie der Jake, der Depri-Sau-Depp. Mhm. Und der Junior, der Sportler Kasperl und die Lexi, die ja sowieso weiß überhaupt nicht, was die überhaupt darstellen hat sollen. die ist mir nur auf den Sack gegangen. Und das war der einzige, es war wirklich irgendwie so ein ganz normaler Jugendlicher, wo du sagst, okay, das ist, ja, passt, keine überzeichnete Figur, sondern einfach normal. Ja, das stimmt. Also jetzt passt zu Wort. Der Jake findet auf dem Flohmarkt eine Good Guy-Puppe. Und da der künstlerisch recht mit Puppen rumarbeitet und so, nimmt er sich die mit. Glaube ich für $20, meine ich, kann er die abgreifen. Ja. Und das sind ziemliche Raritäten, meine ich, heißt's. Und nimmt sie die mit. Und es dauert nicht lang, bis man herausfindet, dass in der Good Guy-Puppe Leben steckt. Also mehr als wir bloß die AAA-Batterie, die hinten im Buckel drin ist, sondern dass da quasi die Seele von einem Serienkiller drin ist, und zwar vom Lakeshore-Würger Charles Lee Ray. Und der Chucky, wie er auch genannt wird, versucht dann diesen Jake, ja, schon fast ein wenig auf die psychologische Art und Weise, auf seine Seiten zu ziehen und zu seinem Werkzeug zu machen. Der Jake lässt sich nicht ganz auf die Geschichte ein, wie sich der Chucky das vorstellt. Und so schnappt sich der Chucky den nächsten Teenager, den er versucht, auf seine Seiten zu ziehen. Und so fand ich das eigentlich ziemlich cool, dass der Chucky immer versucht hat oder öfters versucht hat, auf die psychologische Art und Weise einen kindlichen Serienkiller zu kreieren. Und um das geht's eigentlich in der Serie grob. Ja, genau. So kann man das nennen. Ja. Und ja, wie gesagt, also ich fand das geil. Also die katzeln nicht lang umeinander. Jeder weiß, wer der Chucky ist, wie er ausschaut, wie er sich bewegt, wie er tut. Also wird er nicht lang das Ganze geheim gehalten, sondern der Chucky sagt nach kürzester Zeit, dass Leben in ihm steckt und man sieht ihn eigentlich immer und die ganze Zeit. Hin und wieder gibt es ein paar so Suspense-Elemente, wo man dann so die Opfer sieht und man sieht einen Chucky oder man sieht aus seiner Sicht, wie er sich anschleicht oder sowas. Und der Zuschauer ist oftmals ein wenig schlauer als das nächste Opfer und so kommen da oft recht schöne Suspense-Momente raus und dann werden wieder die Leute abgepackt auf verschiedenste Arten und Weisen, die dann oftmals als Unfall getan sind, manchmal auch nicht und auf alle Fälle sehr kreativ sind. Ja, die Spülmaschine war schon nicht schlecht. Genau, das war das Erste, was mir jetzt eingefallen ist. Die Spülmaschine war sehr schön. Und halt auch schön handgemacht ist sie. Ja. Bis auf dann wieder hin und wieder dann den Einsatz von CGI-Blut. Das hätte es dann oftmals nicht gebraucht. Ja. Es wird dann einmal so eine Good Guy-Puppe enthauptet, die quasi den Geist vom Charles Lee Ray drin hat. Und jeder weiß, wenn dann die Puppen verletzt wird, dann kommt da ein richtiges Blut raus. Und die Enthauptung von der Puppen schaut saugeil aus, aber dann das CGI-Blut dazu. Also das ist selbst, was jetzt ich wiederum nicht braucht hätte. Aber im Großen und Ganzen hast du recht, die Kills sind, ja, ich sage jetzt 90% handgemacht und das sieht man. Ja, und
Die haben einen schönen Impact. Wobei ich sagen muss, weiß ich nicht, Freigabe ab 18, was sagst du? Also die UK Blu-ray, die ich habe, ist jetzt zwar ab 18, aber ich glaube, dass das bei uns in Deutschland fast ein 16er kriegen kann, oder? Ja, glaube ich auch, dass es ein 16er wird. Also, ja. Das war jetzt, es wird zwar schon entsorgt, aber war jetzt nichts dabei, wo ich sage, dass man das nicht schon mal weiter gesehen hätte. Mhm, auf jeden Fall. Geh mir am 16. Ja, da die auch sagen. Also FSK, ihr wisst, es braucht euch das Ding gar nicht mehr anschauen, gibt's ein 16er. Genau, 16er hier. Ja, Ende. Wieder Steuergelder gespart. Oh, hallo. Wo sie auch ziemlich cool fand, dass quasi das Chucky-Filmuniversum jetzt durch die Serie erweitert worden ist. Und es gibt halt auch nicht nur neue Charaktere, die eingeführt werden, sondern es werden Charaktere aus den Filmen mit eingebaut, wo sie ziemlich cool fand, vor allem wenn man die Filme alle gesehen hat, dass man den Alex Vincent wieder sieht, also den Andy, der quasi seit Teil 1 quasi schon in der Reihe dabei ist, oder die Christine Elise, die Kyle spielt, die ja quasi die große Schwester vor ihm spielt, oder die große Stiefschwester in Teil 2, dass man da die Leute wieder dabei hat, oder Jennifer Tilly ist wieder mit dabei. Ja, die geht immer. Wobei da irgendwie seitdem Seed of Chucky eigentlich nicht mehr so recht checkt habe, wer sie jetzt da wirklich ist, weil dann sagt's wieder zu dem Jungen, ja, du kannst mich doch gar nicht kennen oder hast du schon Bound gesehen? Da haben wir gedacht, okay, also Jennifer Tilly ist ja in dem Universum wirklich als Jennifer Tilly und als Tiffany unterwegs und ja, ist machen wir ein kleines bisschen verwirrend. Ja, aber ich glaube, also die hat sie in also weil ich das jetzt kapiert habe, in Seed of Chucky hat sie die ist besessen, praktisch die Seele ist in sie eingefahren und sie müsste jetzt eigentlich die Tiffany sein. Normal schon, oder? Aber Genau, da kommt ein großes Aber, wer ist dann in der Puppen drinnen, oder? Am Schluss von Cult of Chucky. Ja, genau. Weil der fährt doch sie und dann ist die Bride, also die eigentliche Tiffany, auch wieder als Puppen hinten drinnen gesessen. Ja, genau. Also man müsste die Filme also mindestens gesehen haben, dass man das versteht, weil sonst steht man wirklich wieder Ochs vorm Tor. Und sogar wenn man die Filme gesehen hat, es ist halt einfach, wir haben ja mittlerweile beim, wie viel haben sie jetzt? 8 Teile, oder? Acht Filme. Bei 8 Filme von einem Franchise. Ja, da wird sich öfters einmal ein bisschen Freiheit rausgenommen. Aber wie gesagt, wir haben ja immer noch im Slasher-Genre unterwegs und nicht irgendwo beim Paten oder bei Citizen Kane, da darf sowas schon mehr sein. Ja, und in sich ist es ja trotzdem, sagen wir mal, weitestgehend, da ist es ja noch schlüssig irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für die paar Ausreißer. Vielleicht liegt dir vielleicht auch drunter, wie wir es weitermachen müssen nach Seed of Chucky. War es vielleicht ein wenig blöd? Ja, genau, anders kann man erklären, dass du dann irgendwann sagst, ja, wir haben uns jetzt so in Scheiße eingeritten, wir müssen jetzt uns was anderes überlegen. Meinst du, dass ein Chucky sein Baby noch mal kommt, dass es irgendwann noch mal auskommt? Oder ich hoffe es nicht. Also ich habe schon irgendwie so Rumors gehört, dass quasi der wie hat er geheißen? Glenn da in der zweiten Staffel eventuell dabei sein sollte, aber das hat mir die Suppe gehörig versalzen, weil der war sowas wie Jar Jar Binks für Star Wars. Ja, den hat man echt überhaupt nicht gebraucht. Gar nicht. Wir werden schon wissen, was dann, gell? Ja, auf jeden Fall. Am Ende ist sie ein Limb. Und was ich auch ziemlich cool fand noch, das ist, dass die Tochter vom Brett the Riff, der quasi den die Stimme vom Chucky mimt, da ja wieder die Tochter mit dabei ist, die man ja eben bei den letzten zwei Chucky-Filmen schon gesehen hat. Aber sie spielt auch eine Doppelrolle in der Serie, weil sie spielt ihren Vater. Das ist also man sieht in der Serie in Rückblenden, wie das in die 80er war, mit dem Lakeshore-Würger, mit dem Charles Lee Ray quasi, wie der die Tiffany kennenlernt und so weiter und so fort. Sondern auch natürlich stilecht mit 4:3 Format und das schaut dann so nach 80s-Style ein wenig aus, fand das ziemlich cool, dass man weiß, okay, jetzt haben wir wieder in einer Rückblende drin und der Charles Lee Ray, den man da sieht, das ist quasi die geschminkte Fiona Doriff. Bam. Voll geil. Haben sie richtig geil geschminkt, schaut richtig cool aus, bewegt sie wie ihr Vater. Gut, man hat da nicht verschminken müssen, die Frau schaut aus wie ihr Vater, das ist unfassbar. Oder? Ja, haben schon Ähnlichkeit. Nein, und ich finde das geil. Also, wie gesagt, bei der Serie, da ist die ganze Chucky-Familie im Endeffekt wieder versammelt. Und ich finde, dass das eigentlich ein super Konzept ist. Das sind 8 Folgen, die nicht wirklich einen Durchhänger drin haben. Mhm. Und wie gesagt, die nervigen Charaktere, mein Gott,
Die hast du in einem Slasher-Film öfters einmal. Aber vom ganzen Storytelling her, von der Action, von der Spannung her, die Serie macht eigentlich so ziemlich alles richtig, was man richtig machen kann. Da ja, also es ist auf einmal so wirklich die erste, für mich die erste, oder jetzt lass mich mal überlegen, aber ich glaube wirklich die erste Slasher-Serie, die durchgehend gut war. Weil egal, was das bis jetzt war, ob das jetzt die Serie Slasher selber war, da waren immer Durchhänger dabei. Ja. Auch wenn die erste Staffel an sich eigentlich gut war, aber es waren trotzdem Durchhänger dabei. Dann die Scream-Serie, die hat auch nicht wirklich was zum Bieten gehabt, finde ich. Ja, genau. Was haben wir noch für Slasher-Serien gehabt? Auch diese, die Slasher-Ding von American Horror Story, ich glaube die 1984 war es. Aha. Die war ja auch so Slasher-mäßig, aber gut, und dann sind ja wieder Geister noch dazugekommen und so weiter, aber da ist gut, ich finde American Horror Story magst du was sehr gerne, aber trotzdem haben die auch immer einen Durchhänger drinnen. Mhm. Das ist so für mich die erste Horror-Serie oder reine Slasher-Horror-Serie, die wirklich über 8 Folgen lang Laune gemacht hat, ohne Durchhänge. Das sehe ich auch so. Bin ich voll bei dir. Und halt auch wirklich schön, dass der jemand dann schon dachte, wie wird das dann, wenn sie eine Chucky-Serie machen, ist da dann das Budget da, dass die da wirklich das alles mit Puppenspielern und so weiter machen, aber ich glaube, da war nicht ein CGI-Chucky dabei, ha? Ich weiß jetzt nicht, ich hab auch extra aufpasst oder die ganze Zeit immer glurrt, ob ich was sehe. Und zwar gibt's da dann einmal in der letzten Folge, glaube ich, da wo es dann die Feuer-Chucky sechst. Da siehst du dann im Hintergrund, dass die ersten 4, glaube ich, sind normale Puppen und die im Hintergrund, die sind, glaube ich, computeranimiert. Die haben dann aber ein bisschen so verschwommen und so. Also ich glaube, dass die direkt... Aber das, glaube ich, kann mir einer verzeihen, wenn es jetzt nicht 500 Chunkies sind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Szene war übrigens auch noch ziemlich cool, weil wo es dann quasi alle zum Leben, wo man gespannt als Zuschauer, okay, die Chunkies leben alle, da kommt dann die Musik von The Shining im Hintergrund. Ist dir das aufgefallen? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe von Shining ein Soundtrack nicht so im Kopf. Okay, du hast Shining gar nicht so im Kopf, gell? Den magst du nicht. Jo, mittlerweile schon, den hab ich mögen gelernt. Oh, sehr gut. Mittlerweile mag ich ihn schon gern. Den habe ich mich damals dann als der Ding, der Dr. Sleep, als der gekommen ist, habe ich mir Shining nochmal angeschaut und habe mir gedacht, ich glaube, da warst du damals einfach zu jung für das Shining. Ja, oder es gibt da Filme, die treffen die einfach manchmal am verkehrten Fuß und dann sagst, Scheißtrick, und dann gibst du dann 5 Jahre später nochmal eine Chance und dann sagst, wow, war ich ein Depp. da war es echt so. Ja, das war halt auch die Phase, wo man, den habe ich gesehen, als man mit viel Horror anfängt zu schauen. Ich habe den nämlich als Kind schon gesehen und damals hat er mich schon an die Eier gehabt. Ja. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, als ich dann mehr wieder in das ganze Horrorzeug nochmal reingekommen bin, habe ich gedacht, den muss ich mir jetzt wieder anschauen. Ja. Weil mir der als Kind schon so gepackt hat, habe ich mir gedacht, was hat die da gepackt, der ist ja nur langweilig. Mhm. Und dann habe ich ihn Jahre nicht mehr gesehen und dann eben kurz vor Dr. Sleep habe ich nochmal angeschaut und habe mir gedacht, ja, alles klar, du bist anscheinend behindert gewesen in der Zeit. Es sei dir vergeben, du bist ja doch auf den Weg zur dunklen Zeit der Macht zurückgekehrt, oder? Ja, scheinbar. Ja, bin ich schon da. Hast gut gemacht. Sehr schön. Also zwischen den Kills und zwischen der ganzen Spannung gibt es halt auch noch ein paar andere Geschichten quasi, die unsere, in Anführungszeichen, Charaktere durchmachen müssen. Und zwar haben sie ja alles lauter Teens. Und was müssen Teens alles allerweil so über sich ergehen? Auch sexuelle Orientierung, Mobbing. Und die Serie versucht, einige moderne Themen aufzugreifen. Was sagst du da? Hat das passt für dich? Oder sagst du, hey, ich hab's, was ich im Internet schon gelesen habe, ja, jetzt versuchen jetzt beim Chucky auch schon die Schwulen einzubauen und jetzt ist alles vorbei. Was sagst du zu der ganzen Gaudi? Ja, wer sich in die Kommentare schreibt, mehr hätte ich gern, dass Thema Schwule eingebaut wird. Und ansonsten, ich fand jetzt das eigentlich gut gemacht. Das war, ich fand das jetzt nicht zu aufdringlich, sondern es war irgendwie schön dezent gehalten. Ja. Das Einzige, was mich halt da genervt hat, war eben der Jake selber, der hat mich halt als Figur genervt, oder ist er halt gar nicht um seine Orientierung und sonst irgendwas gegangen, aber er genau so. Ja. Der hat mit Fell zum Kämpfer gehabt, mit Elternhaus im Arsch und er ist schwul und er wird gemobbt. Alles auf einmal und das ist alles auf einmal in seinem Gesichtsausdruck. Die ganze Zeit schaut es aus, als da der Mepper und in Nippel zwicken. der hat mich irgendwann mit seinem Geschau so viel aufgeregt, dass er denkt, jetzt hau endlich ab, ey, du nervst mich so viel. Ja, und dann die reiche, verwöhnte Göre da, die Lexi, die ist mir noch mehr auf den Sack gegangen. Also an die Szene auf der Halloween-Party, wo es dann sein Pappen nachgemacht. Ja. Oh, Leck, das war, da bin ich echt gedacht, wenn's das reicher wollten, dass man sauwürdig drauf wird, das haben sie auf alle Fälle geschafft. Weil ich habe sehr einen Hass gehabt auf das Weibel, ich mir dachte, bitte lass einen Chucky die Tussi erwischen, unbedingt. Ja. Tja.
Nein, sehe ich genauso. Aber ich finde auch, diese ganzen modernen Themen, die fügen sich recht organisch ein und hat eigentlich null gestört. Also wer sich da aufregt wegen sowas, da muss man leider sagen, da fällt es dann allgemein an der Aufgeschlossenheit, weil es war wirklich weder aufgesetzt noch irgendwie aufs dick aufs Brot geschmiert. Das waren einzelne Elemente und ja, war ein gutes Ganzes. Ja, aber wissen wir, man darf nicht zwei Werte auf das legen, was Leute im Internet schreiben, weil der Teil, der da laut schreit, ist meistens der kleinste. Und da die Serie um eine zweite Staffel verlängert worden ist, spricht es auch dafür, dass sich daran nicht so viel Leute gestört haben. Ja, da würde ich auch sagen. Weil es halt auch nichts gibt, an dem man sich stören kann, wenn, ja. Aber an was sich der Don Mancini gestört hat, das ist... Spricht man den Mancini? Was? Wie spricht man den? Ich frage mich ganz ehrlich, bin froh, dass du ihn nochmal ausgesprochen hast. Mancini. Sicher? Ja, hätte ich gesagt. Ja, aber also, wenn du das gesagt hättest, Don Mancini. Ja, du. Manciare, italienisch. Don Manciare. Die Leute dann eh so wen kommentieren, wenn sie es besser wüsst, dann schreibt es in die Kommentare, wie man es schreibt. Ja, ich glaube, einmal hat irgendjemand bei uns was kommentiert, wie man es ausspricht. Das ist ja der, soll sich halt nur mehr meinen, wenn es ist. Ja, ich weiß ja nicht mehr, was das war. Ja. Aber ich glaub, der ist schön. Auf jeden Fall hat sich der Don Mancini gestört, dass der Chucky nicht flucht in der Serie. Deswegen hat er sich auf alle Fälle zusagen lassen, dass der Chucky mindestens 10 Mal pro Folge Fuck sagen darf. Das ist echt das Allergeilste, weil deswegen sage ich, er tragt die Figur allein, die tragt so viel von den Filmen, weil ich einfach immer lachen kann, wenn er dann umeinander flucht und mault. Das ist ja, glaube ich, beim ersten Teil schon, wie ist der Tommy, oder? Ja. Der Andy. Genau, wenn ein Andy joggt, der ist 6 Jahre alt und dann rennt er ihm nachher, du kleine verdammte Drecksau. Und was ist mit dir? Lass mir den kleinen Bummi in Ruhe. Langsam, dass du deine Seele aus der drei mixt. Muss ja noch die ganze Zeit aufs Krebs in den Namen. Aber die Sprecher, die sind alle Weltklasse. Voll gut. Und das war jetzt auch eins von meinen positiven Aspekten. Und zwar haben sie halt einen Chucky einfach nicht verwässert oder irgendwie... ja, kindgerecht mag ich nicht sagen, aber irgendwie mit angezogener Handbremse inszeniert. Also er ist wirklich so, wie er in die Filme ist. Ja. Und eben auch mit der Einbindung eben mit schwule Themen. Er sagt doch einmal zu dem anderen, du verdammte Schwuchtel. Wo ich sage, ja, okay, sie binden das Thema ein, sie respektieren das, sie behandeln ja. Das alles mit Niveau. Aber der Chucky nicht. Darf er nicht, muss er nicht, weil er ist ja immer genau. Nur Chucky. Deswegen finde ich das geil, dass den Charakter trotzdem so rau lassen haben, wie er ist. Und er darf trotzdem schimpfen und mosern und wie er einfach ist. Und das muss ich mir der Serie zugute halten, dass das einfach so weiter so durchziehen. Finde ich auch geil. Und der Chucky weiter hier ein riesen Arschloch ist. Oder sei darf. Ein geiles riesiges Arschloch. Voll geil. Finde ich weglassen. Ich werde jeden Spruch von ihm tätowiert haben. Aber jetzt da brauchst du einen dritten Fuß. Ja, wahrscheinlich habe ich aber eh. Oh, okay. Jetzt, okay. Ja. Hat schon wegen dauert jetzt. Ja, ein bisschen, aber. Ja. Nur ein bisschen. Auch wenn er verkrüppelt ist, aber naja. Anderes Thema. Anderes Thema. Was erhoffst du von der Staffel 2? Ah, oh, leck. Dass auf alle Fälle der Glenn nicht dabei ist, oder Glenn da, oder Fuckface, oder was war das, Shitface. Dass der dass der nicht dabei ist. Alles andere los im Eige. Wie gesagt, Puppen-Tiffany darf wieder dabei sein. Wahrscheinlich ist der Andy und sei Adoptivschwester sind auch wieder mit dabei. Jennifer Tilly wird wieder mit dabei sein. Gern weiter so machen. Es ist ja immer nur der Bus unterwegs mit den Hafer-Chuckies drin. Also es wird auch wieder einige Good-Guy-Puppen beim Kampf draufgehe und Chucky materialisiert sie wieder in einem anderen Körper und so. Gern nochmal alles vom Gehabten, weil das wirklich funktioniert hat. Vielleicht weniger nervige Charaktere hätte ich gern. Also wirklich einmal so, wo man sagt, ja, okay, lass ich mal eingehen, waren nette Leute, mit denen fieber die mit. Ja. Und so bist du eigentlich nur die ganze Zeit am Mitfiebern. Wen bringt er denn jetzt Gottlob als nächstes um? Ja, bitte, endlich diese scheiß Lexi. Und hört's auf, dass ihm Jake die ganze Zeit Nippel zwingen ohne hinkt. Das tut ihm sau weh, das seht ihr doch. Die ganzen 8 Folgen seht ihr in seiner Fresse, dass ihm Nippel weh dann. Absolut. Das muss aufhören, der arme Kerl. Dann ja so. Klang sie, dass er aus einem schlechten Elternhaus kommt, mit seiner Orientierung zum Kämpfer hat und gemobbt wird. Klang das nicht leid. Genau so schaut's aus.
Was ich noch ziemlich cool fand, das sind die Kameraeinstellungen und Kameraführungen, wie sie es oft machen. Auch wenn man dann die Sache, die Szenen aus der Sicht vom Chucky sieht, mhm, oder wo man es dann, wenn er seinen Kopf dreht, wie beim Exorzisten oder so, wie die Kamera positioniert ist, oder wenn sie wieder durch einen Raum gehen und das Haus, wie wenn es gläsern war, einfach so vor einem Raum in den anderen übergeht und so. Also von den Kameraeinstellungen her fand ich das ganz stark inszeniert. Ist dir deswegen aufgefallen? Die ganzen, ja, Spielereien? Das hat allgemein, haben es ziemlich geil, hat das ausgeschaut. Voll. Und was auch wichtig ist, was eins von meinen Highlights ist, dass der Chucky immer wieder mal bei einem Mittelfinger ins Gesicht hält. Und dann und dann weiter krabbeln oder so. Ja, genau. Oder einfach da sitzt und dann schaut er so Mittelfinger ins Gesicht. Ja, voll geil. Muss ich jetzt mal lachen, ich weiß nicht warum, aber das ist selbst da gehen jetzt mir amüsieren mit so einem Scheiß drin. Ja, weil er ein cooler Hund ist. Das stimmt schon. Apropos cooler Hund, der den Vater spielt, der Dion Saw, der die eigentliche Doppelrolle hat als Zwilling, der spielt ja in einem von meinen absoluten Lieblingsfilmen mit, die Killerhand. Boah, die habe ich so lange nicht mehr gesehen. Und da war er noch voll jung und jetzt ist er voll der kernige, gealterte Mo und schaut voll gut aus. Ja, der hat auch beim Ding mitgespielt, bei dem letzten Film mit Bruce Campbell, den Black Friday, da war er auch einer von den Supermarktmitarbeitern. Ja, jetzt. War gut, ich hoffe, dass der noch überlebt. Der soll halt bitte noch mal vorkommen. Ja, der war auch eine von den Figuren, die ich mich habe. Ja, absolut. Also, Conny, jetzt haben wir mir schon ein wenig was verzeiht, aber jetzt verzeihst du mal ganz explizit, was hat dir sehr gut gefallen und was hat dir überhaupt nicht gefallen? Also, sehr gut hat mir gefallen, das ist eigentlich irgendwie total banal, aber mir hat das in jeder Episode gut gefallen und es war das Intro, wie sie das Logo einblenden. Ja. Ich fand es so geil mit dem Chucky-Theme und dann immer du hast ja dann aus den Teilen, aus dem der Name Chucky dann geschrieben wird, schon ein bisschen was überlegen können, was in der Folge passiert oder was in der Folge vorkommt. Das war, fand ich ultra geil und jedes einzelne von den Logos aus den Bestandteilen da immer aufhängen, weil es einfach geil ausgeschaut hat. Stimmt, ja. Feiere ich richtig. Und ja, was mir nicht so gefallen hat, war eben die Figur von der dämlichen Lexi. Die hat mich einfach so fake genervt. Das war, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Figur gehabt habe, die mich wirklich so angekotzt hat, der ist so ein grausamer Tod in der Serie gewünscht hat, wie mit ihrer dämlichen Kur. Wahnsinn ist die behindert, scheiße gewesen. Ja, da schließe ich mich einfach an. Das ist, das sehe ich genauso. Sehr schön. Aber Mama, glaube ich, da wollen sie das direkt. War wieder so ein Ding, da haben wir jetzt ein paar so richtige Unsympathen rein und dann schauen wir, wie es verrückern. Ja, vorgehen wir meistens schon. Das ist einfach, aber leider ist es ja nicht verrückt, oder? Ja, leider nicht, aber wir haben nur eine Staffel mehr. Ja, ich hoffe, dass wir vielleicht sogar noch mehr Staffeln kriegen. Ja, aber, das hoffe ich auch. Was hat denn dir besonders gefallen und nicht gefallen? Also, wie gesagt, das eine habe ich ja schon gesagt, dass der Chucky immer nur so ein kerniger Bastard sei, der für das in die Filme ist. Und was ich auch voll stark fand, das ist ganz am Schluss, wenn die Serie gore ist, wenn der Chucky nochmal wie so ein Erzähler vor einem prasselnden Kaminfeuer sitzt in einem Lehnstuhl mit der Pfeifen in der Hand und sagt dann, haha, und ich hoffe, euch hat's gefallen und so weiter und so fort. Und jetzt darf mir nochmal eine Revue passieren, was ich alles gemacht habe in der Serie. Und wenn dann der Bodycount-Zähler kommt, quasi, dass er 21 Leute umgebracht hat und so, fand ich ziemlich geil. Also das habe ich jetzt zum letzten Mal gesehen, irgendwie bei Primutos, glaube ich, vom Ittenbach, wo am Schluss dann kommt Bodycount und dann, gut, bei Primutos haben es dann, weiß ich nicht, 200 Leute, bei Chucky haben es jetzt 120 und wenn sie dann die Kills nochmal ein wenig Revue passieren lassen, fand ich einen ziemlich coolen Einfall. Das war super, ja. Und passt da zu dem ganzen Selbstironischen, das die Chucky-Filme und der Chucky-Charakter an sich haben, fand ich sehr cool. Was mir nicht sogar gefallen hat, was ich damals auch schon angekreidet habe bei dem Chucky oder bei dem Child's Play Remake, das Ende, dass das so überzogen ist. Also zuerst, die Serie spielt sich die ganze Zeit irgendwie so im kleinen Raum ab und und ist sehr intim, sage ich jetzt einmal. Und ist nie so groß auf große Action-Set-Pieces aus. Aber da in dem Kino, vor allem wenn dann der Chucky unter die Sitze durchgrabelt und nach oben sticht, jetzt überlegst du einmal, das Messer ist, weiß ich nicht, 40 cm lang, dann hast du noch einmal 30 cm vor dem Kinositz, den wo du eh schon brutale Probleme hast, dass du überhaupt durchstechen kannst, dann hat Leute sofort hin, weil sie ins Wadel ein Messer reingekriegt, das 10 cm noch ausschaut und so. Da hat man gedacht, ach nein, das hätte jetzt absolut nicht gebraucht. Das, vielleicht hat er ins Arschloch eingestochen. Ja, aber nicht damit du deswegen stirbst, vor allem dann springst du doch auf und läufst davor. Was meinst du, wie das weh tut, du bist gleich mal. Ja, aber das tut schon weh, aber du sagst nicht sofort bewusstlos zusammen. Instant. Oder niemals, probier mal aus. Instant. Probier ja, aus aber du bist ein Arschloch, ey.
Ja, das hat mich wirklich nervt. Das Ende, das war wegen zwei. Wie dann der Endkampf im Endeffekt war zwischen, wie man es am Querverweis kann man nicht sagen, aber mit der Anspielung dann auf Frankenstein, wenn quasi das Monster seinen Schöpfer angreift, wie es dann quasi der Chucky sie ja bekämpft mit dem Kind und so, fand ich einen sehr coolen Querverweis dann mit dem Frankenstein, aber dann direkt da den Aufruhr im Kino mit der Massenpanik, das fand ich blöd. Hat mir nicht gefallen. Lass in Ruhe. Nein, lass jetzt mich und ich hab recht. Ja, okay, dann hast du recht. Dann sagst du mir aber, wie es bei der Serie mit Titten ausgeschaut hat. Oh, nix gesehen. Nix? Nein. Ja, das ist eine Sci-Fi-Serie, da gibt's keine Titten. Ja, und es waren Teenies auch, das war wahrscheinlich auch ein bisschen grenzwertig. Ja, aber ich hab mir dann auch gedacht, so, wenn's die Rückblenden sechst, wenn der Chucky mit der Tiffany und so und hin und her und sie bringen ja einen Haufen andere Leute um, aber nein, das ist sehr züchtig, sehr züchtig. Aber ich glaube, in die Chucky-Filme hast du allgemein noch nie brüstig gesehen, oder? Jetzt, wo du das sagst, Timmy-Herrschaft, ja. Nicht einmal in Jennifer Tilly ihre und die lässt sie oft einmal raushängen, gell? Echt? In welchem Film? Ich hab noch nicht gesehen. Wie? Bound. Bound. Eben, da kommt ja der Gag auch her. Warte schnell. Muss schreiben. Bound, also gefesselt. Ah, okay. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, also, ja, und was ist denn da beim Chucky los? Warum hat die da nie herzogt? Ah, cool. Doch, man sieht's. Wo? Von ihrer. In Seed of Chucky, also aber in Puppenform. Wenn sie eher dann an Oberholen will. Um ihr Misswind. Ja, Seed of Chucky, um ihr Misswind. Ja, wie gesagt. Aber in der Serie haben wir keine Titten. Dann haben wir wahrscheinlich, wenn Sci-Fi keine Titten sagen, mich werden es wahrscheinlich auch keine Trompeten sagen. Ja, richtig, richtig. Aber sagen sie uns tote Tiere? Nicht direkt, aber die Katze stirbt, oder? Man sieht dann nur die abgehackte Pfote, oder? Ich meine schon, ja. Ja. Sogar da, was eins für meine positiven Sachen ist, wo man dann quasi die Kills sieht, wo man sagt, ja, den hat er umgebracht und den und die Katze. Ja, aber das erkläre ich jetzt nicht, wie ich das gemacht habe. Das überlasse ich jetzt eigentlich einer Fantasie. Sehr geil. Stark, gell? Sehr geil. Also, ich würde sagen, an Chucky, seine Transformation vom Kinostar zum in Serienuniversum hat super gut funktioniert. Das kann ich absolut unterschreiben. Da gibt's nichts dran zum Mosern. Das Ding macht einfach nur Spaß von der ersten bis zur letzten Folge. Ja. Und ich freue mich riesig auf eine zweite Staffel. Absolut. Und ich freue mich dann aber auch wieder, wenn es da wieder mal in Filmform weitergeht oder was, wenn es wirklich so ein weit verzweigtes Universum wird, so ein Chucky Cinematic Universe, wo quasi da die Serien auch noch mit einspenden und so. Voll geil. Geil, ja. Voll. Vielleicht sehen wir dann irgendwann ein Crossover mit dem Child's Play Remake-Sep. Wolleck. Vielleicht kämpfen sie mal gegeneinander. Aber die waren schon zwei grobe Hund, gell? Ja, zwar der besessene Chucky gegen den ferngesteuerten Roboter-Sep. Wolleck. Eine hässlicher als der andere. Das darf abgehen. Und wie gesagt, ich kann euch jetzt leider nichts sagen, wann die Serie nochmal auf Deutsch irgendwo laufen wird oder wann da ein Deutsch Release angekündigt ist oder ob überhaupt, weil Serien auf Blu-rays, vor allem in der Genre-Richtung, ist momentan ein bisschen schwierig, was ich so mitgekriegt habe. American Horror Story 84 gibt es ja immer noch nicht, geschweige denn die dritte Staffel Ash vs. Evil Dead. Also wie gesagt, jeder, der Interesse hat und nicht unbedingt auf den deutschen Ton angewiesen ist, der eben seit die UK Blu-ray definitiv ans Herz klickt. Die schaut schön aus und gibt euch alles, was ihr braucht. Ja, weil auch für die Leute, die gerade streamen wollen, es gibt momentan keinen Stream zu Chucky, keinen legalen Stream. Okay. Dann wisst ihr jetzt alles, was Sache ist. Und was wissen die Leute eigentlich nur da jenseits vom Film schauen? Wie immer, wollen wir, kommentiert uns mal, was sagt ihr zur Serie, was sagt ihr zum Chucky allgemein und dann kauft euch Puppen von uns, lasst euch Puppen von Viva la Movilusion Crew machen. Schönere wird's nicht kriegen. Ja, und vor allem, jetzt hat doch jeder Zipfe eh schon so einen 3D-Drucker, dann lasst sich wieder mal schöne Figuren von uns drucken. Das ja, auch eben. Cool. Und auf der anderen Seite gibt's so Seiten, wo man dann Actionfiguren mit seiner Fresse machen kann, also Viva la Movilusion Actionfiguren machen, kaufen, Beutel schicken damit, ja. Freuen wir uns. Glockendrucker. Glocken drücken sowieso, ja. Das ist immer ganz wichtig. Absolut. Eigentlich haben wir irgendwann mal gesagt, dass wir euch das am Anfang, wo die Folgen sagen wollen, was zum Tor habt, aber irgendwie kapieren wir es nicht, dass wir das durchziehen. Das stimmt. Aber vielleicht bei den nächsten Folgen, man weiß es nicht. Aber vielleicht gibt es wirklich Leute, die sagen, hey, den Krampf, den ich zwei oder drei, den höre ich mal bis zum Schluss so. Ja, wenn du so ein Harter bist, dann Respekt, vielen Dank dafür. Freut uns. Und dann hoffen wir, dass wir die beim nächsten Mal auch wieder mal bis zum Schluss beglücken dürfen. Auf alle Fälle. Und wenn da sowieso nichts blöd ist und du das jetzt immer noch hörst, dann drück halt die Glocke endlich. Jetzt genau. Druck. Genau. Und dann holst du nur ein Steady-Abo, weil dann kannst du nämlich vielleicht einmal hören, wie der Mike, Corby und mich bis zum Schluss beglückt. Das ist aber hallo, du. Das ist ein hartes Stück Arbeit.
aber sehr hart. Jetzt hau ab. Ja, jetzt selber. Jetzt bist du in Leidlösung. Ja, und jetzt ist der Kabinett da, so wie ich das jetzt machen mit dem härtesten Podcast der Welt. Ja. Okay. Und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von der Good Guy Fabrik? Nein, auf keinen Fall, die gibt's nicht mehr. Ah, okay. Passt. Ja. Dann alles klar. Mach's gut, Conny. Servus. Habitieri.